Momenten wurde sie gekürzt. Die neue Botschafterin der Mission Austria 2019, Larissa. Was die Show in sich hatte, womit sie begeistern konnte und welche Stargäste es auf die Bühne schafften, ganz überraschenderweise, das sehen Sie jetzt. Wie findest du die Entwicklung in der Missbranche? Ich finde das toll. Also es ist auch zeitgemäß, dass es zum Beispiel bei uns gab es immer Bikini Walk, dass das abgeschafft wurde, weil wir jetzt gerade in einer Welt leben, wo wir Frauen so emanzipiert sind. Also das würde uns eher zurückbringen, wenn wir Frauen uns nur auf unser Äußeres reduzieren lassen und wir brauchen kein Bikini, um schön auszusehen. Also wir strahlen von innen. Söhne Mannheims waren wahrscheinlich die größte Überraschung fürs Publikum. Wie war es denn? Ja, es war einfach toll. Man hat es gesehen, alle sind aufgestanden, eine Standing Ovation. Also ich finde, das war ein hervorragender Abend. Wie fühlt sich's an, frisch gekrönt? Ja, unglaublich. Also ich kann das selber kaum glauben, was da heute alles an diesem Abend passiert ist. Ich glaube, es war eine unglaubliche Show. Ich habe nur den Applaus der Leute gehört, wir hinter der Bühne haben das leider nicht live miterleben können, aber dafür waren wir halt auf der Bühne. Platzt das Hemd schon vor lauter Stolz? Na, da kann man schon stolz sein, glaube ich, wenn man seine Tochter auf der Bühne sieht, als, ich sage einmal, tollstes Mädel von Österreich. Und ich muss sagen, es macht mich sehr stolz. Die Freude ist riesengroß und wir gönnen es ihr und sie wird es ganz toll machen. Da sind wir überzeugt davon. Privat bist du ja viel mehr als ein Model. Sag mal, was treibst du so? Wir hatten ja ein paar wichtige Infos über dich auf der Bühne. Ja genau, ich studiere Gebärdensprachdolmetschen, inzwischen im Masterstudium und das ist für mich eine totale Erfüllung von meinem Traum. Also ich liebe dieses Studium. Ich glaube, die Gebärdensprache ist die schönste Sprache der Welt und das ist einfach super für mich. Wie gefällt dir deine Schwester mit der Krone? Ja, ich finde sie ganz toll mit der Krone, ehrlich gesagt. Ich meine, sie ist so auch toll, aber mit der Krone ist noch ein Sahnehäubchen drauf.